So, hallo, wir machen weiter bei Studies of a Broken Engine. 10 Räume sind, glaube ich, noch vor uns. Und den hier müssen wir jetzt erstmal neu starten, sonst geht da nichts. Und ich versuche mal Yoshi zu retten am Anfang, aber ich bin skeptisch, ob ich das hinkriege. Kann ich Yoshi retten? Oder muss ich ihn einfach Was gleich du irgendwie. sehen willst, ist herauszufinden. Okay. Wäre ja auch langweilig, wenn ich hier alles verraten würde. Also ich denke aber, es ist das Einzige, was ich machen kann. Aber ja, es müsste schon gehen. Allerdings. Ich so. Boah. Ah, ich muss ihn werfen, ich Trottel. Klar. Logisch. Nicht immer nur rüber steuern. Und Yoshi zu werfen, gibt ihm ja nochmal extra Beschleunigung. Ja. Falsch. Irgendwie so. Ein Yoshi zu werfen gibt ihm keine extra Beschleunigung. Naja, er bewegt sich damit weiter. Als er eigentlich Ja, durch. aber nicht, weil er sich schneller bewegt, Ja. sondern weil er sich langsamer bewegt. Nein! Boah, ist aber schon ziemlich knapp gebaut. Sonst sollte meinen, man Nee, du spielt stellst einen. dich nur an. Man sollte meinen, man spielt einen schwierigen Hack. Ach, komm schon. Du stellst dich einfach nur an. Jetzt mal im Ernst. Ich weiß auch gar nicht, warum du immer einen normalen Sprung am Anfang machst. Mit einem Spin Jump wäre das Ganze viel entspannter. Na, dann machen wir doch einen Spin Jump. Weil normaler Sprung ist viel höher, brauchst du auch länger Zeit, um dich nach unten zu bewegen. Und auf Yoshi kannst du ja nur landen, während du dich nach unten bewegst. Ja, das ist wahr. Das heißt, du verlierst die für solche Stellen wichtige Sprungkontrolle. Ach man, die schöne Musik wird zerstückelt. Die schöne Ja, du Atmosphäre. könntest auch einfach den eingebauten Retry benutzen. Muss ja jedes Mal sterben gehen. Du stirbst jedes Mal sowieso. Guck mal, wie viel länger das dauert. Ja, dafür sterben die Gehörgänge deiner Zuschauer und deiner eigenen nicht so schnell ab. Ah, da bin ich zu ungeduldig für. I'm sorry. Das macht halt schon den. Gerade weil es direkt am Anfang ist, das macht halt schon den deutlichen Unterschied, da jedes Mal das Retry zu Ja, machen. und es macht auch einen deutlichen Unterschied beim Zuschauergenuss, ob du jetzt Musik hast oder nur die gleichen fünf Töne die ganze Zeit hörst. Ja, aber es ändert ja leider nichts. Weil ich ja nachher muss ich es ja sowieso wieder. Also, ja. Ja, das darfst du ja zuhören. Würde man mal so 3 Minuten am Stück Musik hören? Ja, das ist echt, also es ist ja furchtbar. Ich kann es ja so machen, aber wie gesagt, also. Ja, es wäre schöner. Ah. Ja. Das ist. Du brauchst vielleicht ein bisschen länger, vielleicht gibst du dir auch einfach ein bisschen mehr Mühe dadurch. Ja, ich weiß es nicht. Die Musik ist ja wirklich schön. Ja. Sie ist atmosphärisch, ja. Ach, Mist, Mann. Das ist aber unhöflich, das so zu formulieren. Ich komme halt einfach nicht drauf, woher es ist. Na, ich kenne die. Ist das Hollow Knight? Hollow Knight. Nee, das ist irgendwo anders her, aber woher? Ich komme noch drauf. Ich komme noch drauf. Nix sagen. Ich habe die definitiv schon öfter gehört. Ich müsste das Spiel gespielt haben, wo die her. Warte. Bleibt mir was anderes übrig? Ich will nicht schon wieder Talos Principles sagen. Das habe ich schon bei Saria Boah, falsch. sagst du schon wieder Talos Principle? Das ist ja furchtbar. Das ist auch noch falsch. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Talos Principle Port in der Welt da drauf. Das ist eigentlich schade, weil es hat schöne Musik. Naja. Ich habe so ganz viel vor mir, wie sich irgend so eine. Irgendeine Galaxie auf. Bin ich denn dumm? Wo kommt es denn her, verdammt? Ich sag's jetzt aber nicht, weil du hast gesagt, ich soll nichts sagen. Nee. Das kommt doch nicht Deswegen aus. sage ich auch nichts. Das kommt doch nicht aus Undertale. Das. In der Tat, das kommt nicht aus Undertale. Da bleiben mir jetzt dann nur noch viele andere Spiele übrig, aus denen es kommen könnte. Es kommt auch nicht aus Super Mario World übrigens. Ja.
Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab aber das Spiel, glaube ich, selber gespielt, woher das kommt, oder? Habe ich es nur mal irgendwo vielleicht gesehen? Och, ich bin mir recht sicher, dass es ein von den Spielen ist, was du entweder selber gespielt oder viel gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du ein Let's Play davon gemacht hast. Ist doch nicht. Noch kein Terranigma. Ja, nee, das ist. Ja. Ich muss man ja vielleicht mal dazu sagen, ne? Also, wenn ihr vom Talos-Prinzipal geraten wird. Ja, nach Terranigma klingt es gar nicht. Also, das. Okay, das könnte auch in Terranigma vorkommen, aber ja, nee, die Terranigma-Musik, die kann ich, die erkenne ich auf jeden Fall überall. Also, du hast anscheinend kein Let's Play davon gemacht. Okay, dann muss ich es gesehen haben, weil die Musik kenne ich, die kommt mir übelst bekannt. Das sagst du jetzt so, aber du hast ja auch sicherlich mal Spiele gespielt, von denen du kein Let's Play gemacht hast. Oder es kam in einem anderen Hack vor und ich habe es da halt einfach schon mal gehört. Nee, ich glaube, das ist die Art von Spiel, wo du es aus dem Original kennst. Dann aber... Ah! Aber wenn ich es nur gesehen habe, was soll das... Ich glaube, du hast es vermutlich außerhalb deines Kanals mal separat gespielt. Außerhalb meines Kanals. Das ist dann aber schon sehr viele Jahre her. Ich spiele doch nichts mehr außerhalb meines Kanals. Wann? Was, du hast mal Momodora gespielt? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das was? Ist ja ewig her. Was für ein Ding? Du hast 2017 mal ein Momodora-Let's Play gemacht. Was ist das denn? Ein Spiel, was du gespielt hast. Ja, aber was ist das für eins? Ist das das, ist das so ein 2D-RPG-Dings gewesen? Keine Ahnung. Ich kenne nur die Musik davon und den und einen Boss. Ist das hier wohl von Momodora? Nein, das ist nicht von Momodora. Oh, okay. Ich kenne das Spiel nicht. Okay. Das habe ich noch so gespielt. Deswegen hat es mich überrascht, dass du es Let's Played hast. Okay. Momodora. Sagt mir auch gerade namentlich gar nichts mehr. Weiß nicht, was das ist. Aber wenn ich es gespielt habe, war es bestimmt gut. Ja, du hast ja nur gute Spiele, Let's Play, zum Beispiel in Ferien. Kein Kommentar. Aber jetzt mal im Ernst. Willst du die Stelle nicht mal irgendwann schaffen? Ja, ich will die Stelle schaffen und auf das Lied kommen. Alles gleichzeitig. So wie gleichzeitig. Ja, wenn du die Stelle schaffst, dann gebe ich dir noch einen Hinweis. Könntest du mir sagen, ob es für eine spezielle Konsole rauskam oder ob es am PC auch spielbar ist? Das, ich meine, jedes Spiel, was auf einer Konsole rauskam, ist am PC spielbar. Nee. Was? Wir reden jetzt nicht von Emulatormöglichkeiten. Also ein Breath of the Wild zum Beispiel ist nicht am PC spielbar. Auf einem Emulator schon, ja ich, doch. Ich sag ja gerade, wir reden nicht von Emulatormöglichkeiten, sondern offiziell. Also Nintendo Exclusive sozusagen. Aber ich denke mal, es ist was du auf Steam... Wie gesagt, den Hinweis gibt es, wenn du die Stelle geschafft hast. Das Spiel gibt es sicherlich auf Steam, da würde ich jetzt fast alles drauf verwetten. Außer ich kenne die Musik... Mann! Ich hasse das, wenn mir sowas nicht einfällt. Ich habe so viele Szenen vor mir, aber ich kann sie nicht zuordnen. Szenen? Ja, ich sehe so, irgendwie, wie sich irgendwas, also so eine Art Sternenhimmel, Universum, irgend sowas sehe ich vor mir bei der Musik. Aber wie gesagt, das kann auch... Wie gesagt, den Hinweis gibt's, wenn du die Stelle geschafft hast. Ja, das habe ich verstanden. Ja, es ist, ich meine, okay, ich gebe dir vielleicht mal direkt einen Hinweis für die Stelle, wenn du springend gedrückt hältst, nachdem du auf Yoshi gelandet bist, dann fällst du langsamer. Ich habe keine Ahnung, ob du das machst, aber... Ja, tatsächlich nicht. Ja, hätte ich das machen. Das ist natürlich herzlich dämlich, das nicht zu machen. Es ist wahr. Okay, wollte ich schon mal gesagt haben. So, dann... Na, dann haben wir es jetzt 10 Minuten lang falsch gemacht, dann machen wir es jetzt richtig. Ob du das jetzt echt schon 10 Minuten probierst? Wir sind bei 9,45, ja. Aber das ist fantastisch. Ah, scheiße, den Trick hätte ich mal, da hätte ich mir ja dran denken sollen. Ach. Ja, okay, dann machen wir jetzt ein Test. F, Mann. Der Hinweis übrigens ist ein N64-Spiel.
What the heck? Okay. Ist das Spiel gerade pausiert? Ja. Oder ist mein... Okay. Übertragung ist halt nicht eingebaut. N64. Warte. Dann kann es ja nicht so viel... Also dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Hä? Dann muss es was von Zelda... Nee, dann... Zelda hättest du gesagt, habe ich auf jeden Fall... Also... Nein, warte, das ist Majora's Mask. Ja, ist Majora's Mask. Ich weiß ja nicht, welches Zelda du bin ich hast. Dumm! Ah! Gut, dann kannst du jetzt ja das Spiel wieder entpausieren. Ja, ich muss kurz was trinken auf den Schreck. Moment. Oh Mann. Ja, und das spielt... Warte. Wo spielt das? Das spielt nämlich, wenn sich irgend so... Irgendwie, wenn man so einen Himmel sieht, irgend sowas. Ah, oh Mann! Wenn sich irgendwas aufbaut. Gott, wo wird das ge... Nee! Das ist der... Das ist nicht von dem letzten Level, das die Musik? Irgendwie ist es nicht die Musik? In der Tat, das ist Final Hours. Majora's Mask. Hm. Gut, dann jetzt, ah, wo wir geredet das... haben. Richtig, das spielt nachdem die Zeit um. Also, aber nicht im letzten Level. Ich habe an den Stone Temple gedacht, das ist falsch. Nee, das ist es nicht. Richtig, das spielt, wenn du in dieser Phase bist, wo sozusagen die letzten Minuten. Ja, deswegen Final Hours. Ja, alles gut. Hm. Ja, Final Hours, ja, die letzten Stunden. Richtig. Oh Mann, das hätte ich erkennen müssen. Oh, völlig lost. Völlig lost. Okay. Ja, mehrmals gesehen und selber gespielt. Also, okay. Völlig lost. So, gut, dass wir das geklärt haben nach 12 Minuten. Dann kannst du jetzt da die Schlüssel endlich holen gehen. Wahrscheinlich ist der obere der leichtere. Ja, ich würde sagen, der obere ist der leichtere. Wir machen das einfach genauso wie gerade eben auch. Nur besser. Damit du nicht nochmal 12 Minuten brauchst. Wow. Ich muss nur irgendwie... Ach so. Musst nur irgendwie? Nee, alles gut. Ich habe nicht nachgedacht. Genau so. Die Zunge vorher ausstrecken. Und dann direkt wieder zurück. Perfekt. Wunderschön, das ist schon mal ein Schlüssel. So, der ist super dämlich. Vielleicht, nein! Okay, ich habe zum Glück ein State gesetzt, sehr gut. Gut. Ja, der dürfte dann jetzt auch nicht so viel schlimmer sein. Ja, tu den Schlüssel mal da weg. Der stört da. Ja, wohin ist denn da? Ja, spring mal. Mit dem Schlüssel in der Hand. Ja, genau, da. Da tut er sich ganz gut. Okay. Da, ich meine, da ist er ja nicht im Weg. Ich teste mal kurz, ob ich ihn da wieder kriege. Ja, klar, guckst du ihn. Okay. Schlüssel haben eine größere Hitbox als Springboards und P-Switches. Kriegst du ihn da wieder. Muss den bestimmt irgendwie auch wieder so... Ja, du machst das genauso, nur mit einem halt niedrigeren Sprung. Ne? Also jetzt machst du halt einen vollen Sprung gerade und das willst du halt nicht machen. Ja. Wie gesagt, kein vollen Sprung. Ein Worldclip kannst du machen, das war nicht nötig. Ich jetzt nicht vor. Aber ja. Also du willst halt quasi springen, drücken, sofort loslassen und dann sofort wieder drücken. Damit du so einen niedrigen Sprung bekommst. Halt. Mhm. Und ein bisschen Anlauf und Empathie schaden in der Regel nicht. Sowas. Deswegen. Dann muss man halt noch rechtzeitig die Zunge rausstrecken. Ja, der Sprung ist ein bisschen komisch. Ja, danke. Aber wie gesagt, keinen vollen Sprung machen, das schadet nur. Das ist schlecht für die Gesundheit, wenn du das so probierst. Ach, komm. Oh nee, wie mache ich das denn hier am blödsten? Einfach machen. So schwierig ist das nicht. Also ich meine, es ist schwierig, aber nicht so schwierig.
Ha. Ja, bisher habe ich noch nicht mal ansatzweise es so hingekriegt, dass ich wieder sagen könnte, ich komme zurück. So, ich kriege den Schlüssel, aber nicht dann so, dass ich zurückkomme. Wie gesagt, ich habe dir ja eigentlich gesagt, wie man den Sprung angehen sollte. Ja, ich versuch's ja. Also halt springen, drücken, sofort loslassen, springen, wieder drücken. Dann bekommst du halt so eine nette Flugkurve, die genau die ist, die du haben willst. Ja, das sah doch gar nicht so schlecht aus. Ja, das machst du das halt einfach noch besser. Wenn du gegen die Decke springst, dann drückst du springen einfach zu lange. Ja, ich arbeite dran. Ja, ich sag ja nur. Ich weiß ja halt leider nicht, was du machst. Ne? Und das letzte Mal ich auch 10 nicht. Minuten das Falsche probiert. Und das ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig spannend, hier 10 Minuten bei so einem Sprung jetzt so zu gucken. Vor allem, wenn du dabei auch noch die Musik zerstückelst. Ja, jetzt bleibt dir nichts anderes übrig. Ey, jetzt bleibt dir wirklich nichts anderes übrig. Außer du willst es ohne Safe-Sit spielen. Nee. Weil ich natürlich nur empfehlen kann. Beim sowas ja so. Nicht, also ist ja Wahnsinn. Nein! Also halt, das war gut. Das war sehr gut, du hättest nur noch von Yoshi abstrengen müssen. Ja, wir kommen der Sache näher. Das ist genau das, was du machen willst, ne? Ja, jetzt hättest du halt noch abspringen müssen, dann wäre das gut gewesen. Ja, also du machst das schon alles ganz richtig, du musst nur früher abspringen halt. Das höre ich gerne. Das würde ich meinen Schülern auch gerne öfter sagen. Ja. Ist leider nicht möglich. Ich würde da natürlich die Schuld sofort beim Lehrer suchen. Ja, nee, ist klar. Ja, klar, ne? Also, das ist alles Lehrerversagen. Was machst du denn gerade so im Unterricht mit den Schülern? Lineare Funktionen in der 9. Klasse. Ah, lineare Funktion. 3 Millionen Mal erklärt, dass man beim Zeichnen. Achso, ja, was du wieder gerne als. Ich weiß, dass dir die Bezeichnung nicht gefällt, weil es affin, linear und so weiter. Aber das juckt ja, halt. Ja, das sind halt keine linearen Funktionen. Das juckt halt die Realschule einfach nicht. Ja, ist ja richtig. Nee, und da halt. Zum Gefühl 3 Millionensten Mal erklärt, wie man so ein Ding zeichnet. Also. Wie was so ein Ding zeichnet? Ja, ist ja schon. Was für ein Ding? Manche. Ja, halt eine Gerade. Ach, eine Gerade? Ja. Ja, lineare Funktion. So man nimmt ein Lineal und ist fertig. Ja, aber halt mit dem. Okay, man sollte noch einen Stift nehmen. Halt wie, naja, halt wie du von einer geraden Gleichung aus eine zeichnest. Das ist klar, dass du einfach nur eine Gerade. Ja, schon eine spezielle. Ja, du rechnest zwei Funktionswerte aus und verbindest die. Entweder das oder halt im Y-Achsenabschnitt anfangen und dann die Steigung abtragen, ne? Eine Steigung abtragen, das wäre mir jetzt aber auch zu viel. Ich würde also da nehme ich aber lieber 2 Punkte einzeichnen und eine Gerade durchlegen. Ja, gut, das geht auch, aber. Also bei Steigung abtragen, da müsste ich ja aufpassen. Oh Gott, ich merke gerade, wie ich, wenn ich rede, rotiere. Mich überhaupt nicht mehr auf das Ding hier konzentriere. Hilfe. Ja, gut, dann das Spiel halt. Yes! Spiel halt. Ah, ja, guck mal, hast es geschafft. So. Okay. Ja, nee, und da ist es halt schon wieder zu viel verlangt, dass die sich einfach Delta Y durch Delta X merken. Um sich halt vorzustellen, wie sie das zeichnen müssen oder wie sie es ablesen müssen. So, das ist halt. Naja. Ich würde den anderen Schlüssel übrigens da nicht reinpacken, ne? Also jetzt. Okay, dann hole ich es ja, halt also beide ich würde jetzt. Ja, grab mal einen Schlüssel auf Yoshi. Grab mal einen Schlüssel auf Yoshi, als wäre das jetzt so eine einfache Geschichte. Ja, okay. Das ist super billig, Condon. Jetzt mal im Ernst. Also du. Okay, jetzt mal hier. Trick, wie grab ich einen Schlüssel auf Yoshi? Du stellst den Yoshi. Neben den Schlüssel. Gott, springst drauf. The end. Da ist nichts Wildes dran. Okay, jetzt nehme ich den anderen in den. Oh. Ja, genau so, aber besser. Ich meine, du kannst auch erst den einen in den Mund nehmen und ihn dann auf Yoshi grabben. Das ist, hindert dich nichts dran. Kann ich den jetzt überhaupt in den Mund nehmen oder nimmt er erst den anderen? Ja, du musst. Also, dass du dich daran nicht mehr erinnerst, wie man sowas macht. Naja. Ja, ist schon wahrscheinlich sehr lange. Du guckst nach rechts, du guckst nach links, ja. Wartet. So, jetzt schmeiß ich den da rüber. Nee, das war eine schlechte Idee. Schade. Ja, jetzt springst du, schwuckst den Schlüssel gegen die Röhre, springst durch die Decke. Oh, ich soll da hoch. Ja. Und ich würde an deiner Stelle übrigens den Schlüssel nicht wegwerfen. Du kannst ihn spucken mit der anderen Taste. Also. Oh, ja, shit.
kannst ihn auch in der Hand halten dabei. Das ist jetzt wieder so ein Tastending hier. Ich kann leider nichts zu deiner Tastenbelegung. Ich habe die mir nicht ausgedacht. Aber das sah ganz gut aus. Jetzt musst du nur noch springen. Ne? Also das ist nicht Frame Perfect oder so. Also immer wenn du auf dem... Du musst einfach nur springen. Ja, es ist alles total einfach. Ja, ich muss gerade meine Finger komplett anders setzen, dass das überhaupt funktioniert hat. Okay, so. Und jetzt nächstes Ziel ist, zur Tür zu kommen. Mhm. Mit Schlüssel. Nee. Der Schlüssel muss doch, ich muss doch dann auf Yoshi... Ah, den Schlüssel kann ich von drüben holen. Ja genau, da liegt ja einer. Der ist ja in Reichweite. Perfekt. Also irgendwas muss ich mit dem Koopa anfangen können. Du hast einen Schlüssel, du hast einen Koopa und du hast einen Yoshi. Ich muss den verglitschen. Ganz klassischen Trick, ja. Und jetzt kann ich auf den Schlüssel darunter reiten, oder auch nicht. Nee, das ist es nicht. Schade. Kennst du wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob du es rausfinden willst. Kann ich nicht. Du willst ihn nicht nach oben werfen. Du willst ihn einfach reinlegen. Aber nicht auf der Höhe, sondern auf einer anderen. Ah, dann rutscht er so runter. Auch nicht. Nee. Ah, warte. Seine Höhe. Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Nee. Ah, du willst, dass er so ein bisschen aus der Röhre rauskommt. Ja, dass ich draufstehen kann. Dann drücke ich mich wahrscheinlich nach unten. Ja, genau. Das ist zu niedrig. Das ist zu niedrig. Okay, aber aus der Position geht's noch. Das könnte... Das ist gut. Wow! Okay. Sick. Mensch, wir haben nur 20 Minuten für den Raum gebraucht. Das ist ein schöner Raum. Schlechter Start. 30 Minuten brauchen, dann... Schlecht. Oh, mehr Schlüssel. Ja. Das ist die Schlüsselwelt, oder was? Die Grüße gehen raus an Darzin an der Stelle. War inspiriert von einem seiner Breaks für Koeda 2. Okay, wie komme ich denn? Ah, warte mal, ich kann hier doch genau. Habe ich was drum gebaut? Muss ich nur da irgendwie wieder lebend rauskommen? Könnte jetzt problematisch werden. Okay, aber den Anfang, ich denke, das ist der Anfang, dass ich hier da runter. Ups. Hier runter, ups. Na komm, ich hab ihn doch gerade schon in der Hand. Komm, gib mir wieder. Das war ein tolles Hindernis. Gib ihn mir wieder. Ja, das war ein tolles Hindernis. Ich liebe ihn. Ah Mann, ich hatte ihn doch gerade in der Hand. Komm ran. Ja, warte, dann spulen wir zurück, bis ich ihn wieder in der Hand habe. Gar kein Problem. So. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder runterkommen. Dann geh doch einfach runter. Ja, ich versuch das. Ja! Jetzt fall doch! Sondern welche Tasten drückst du gerade? Perfekt. Ups. So, was kommt hier raus? Ein Yoshi. Dann kann ich ja wieder den Yoshi verglitschen. Den Schlüssel. Den Yoshi verglitschen? Den Yoshi. Boah, das ist aber wild, was du hier vorhast. Den Schlüssel. Mann! So. Tschüss, Yoshi. Ich bin mir sicher, den brauchst du nicht mehr. Okay, er ist verglitscht. Ja, vielleicht soll ich es in die andere Richtung verglitschen. Ey, das ist eine gute Idee. So, bist du verglitscht? Den Koopa brauchst du übrigens nicht mehr, den kannst du jetzt umbauen. Sicher? Oh, und ich hab's gebaut, ja. Ja, hätte sein können, dass du mich trollen willst. Boah, da dich jetzt zu trollen, das wäre ja... einfach langweilig. So, okay, jetzt muss ich an den Yoshi da, an den Schlüssel da oben rankommen. Das kann ich wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise... Okay, so nicht. Doch, dann mach mal. Wie kommt jetzt an den Schlüssel da oben? Ich bin mir sicher, der verglitschte Schlüssel wird hier nicht dabei helfen. Ja, ist ja gut. Aber die Frage ist halt, wie nützt er mir jetzt was, um da hochzukommen? Der geneigte Zuschauer hat es soeben gesehen. Wait, what? Ja, dass der da rein sich glitscht, ist mir schon klar, aber damit komme ich ja nicht hoch. Das ist nicht, was der geneigte Zuschauer gesehen hat. Schade. Der geneigte Zuschauer, der aufmerksame Zuschauer hat was gesehen, soeben.
Die Frage ist, und er hat es seitdem nicht mehr gesehen. Du hast es genau einmal gemacht und danach nicht mehr. Okay. Scheiße. Und es hat weniger was mit dem Schlüssel zu tun, als auch eher mehr mit dem Rest der sich im Raum befindlichen Objekte. Ich meine, ich habe hier was gemacht, aber dann bin ich direkt gestorben. Das meine ich nicht. Dem darunter ist auch nicht, also das wäre ja auch wieder, ja. Weiß ich nicht. Ich sehe schon, du findest es auf die Weise nicht raus, dann mach einfach weiter, die Sachen, die du so machst. Irgendwann wirst du es vielleicht sehen. Ich habe hier drüben halt was gemacht, aber das hat ja auch nichts gebracht. In der Tat, das hat auch nichts gebracht. Dann ist es wohl weder in der Mitte des Levels noch links im Level, dann muss es wohl... Oh. Hat der Zuschauer da wieder etwas gesehen? Hä? Okay, was? Da hat der Zuschauer wieder was gesehen. Ja, nee. Ja, genau, das hat er. Ja, jetzt sieht das nicht. Hä? Ja, super. Wollte ich nicht, aber ist okay. Ja, aber wie du siehst, ist es total einfach. Schlüssel auf Yoshi Graben ist wirklich sehr einfach. Was soll der Zuschauer gesehen haben? Ich schmeiß das Ding da hoch und manchmal glitscht er halt in die Röhre. Ja, der aufmerksame Zuschauer hat etwas gesehen. What the heck willst du von mir? Ich will, dass du auf den Bildschirm guckst und aufpasst, wenn du aus Versehen die richtigen Sachen tust. Er dreht sich rum, aber das nützt mir ja auch nichts. Vielleicht hat es aber auch gar nichts mit dem Schlüssel zu tun, sondern mehr mit den anderen Objekten im Level, Connor. Ja, Yoshi ändert sich ja auch nicht, wenn ich da hochwerfe. Das ist richtig, es gibt noch mehr Objekte im Level. Hat der Schlüssel da oben sich irgendwie bewegt? Nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch irgendwas anderes. Vielleicht hat die Wolke auch ihren Gesichtsausdruck geändert. Ich habe nicht woanders irgendwas bemerkt, muss ich gestehen. Der aufmerksame Zuschauer hat das aber bemerkt. Aber scheinbar muss ich hier... Okay, lieber aufmerksamer Zuschauer. Lieber aufmerksamer Zuschauer, schreib mir mal, ob du was gesehen hast. Und dann sind wir gespannt, ob du das gesehen hast, was HF wollte, dass du gesehen hast. Ja, vielleicht bin ich aber auch der aufmerksame Zuschauer und ich hab's ja gesehen. Ja, du weißt ja aber auch, was passiert. Das heißt, du guckst ja an die richtige Stelle. Das ist richtig. Also ich sehe nicht, dass irgendwo sich irgendwas ändert. Ja, wie gesagt, also du wirfst die Schlüssel die ganze Zeit da hoch, aber vielleicht hat es ja auch gar nichts mit dem Schlüssel zu tun, sondern mehr mit den anderen Objekten im Level. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, hast du es immer gesagt. Das ist richtig. Das war eher ein Zufall. Du hättest auch komplett ohne den Schlüssel auslösen können. Wow! Ah, der aufmerksame Zuschauer. Ah, das ist das Ding von da drüben. Der aufmerksame Zuschauer hat's gesehen. What the heck? Okay. Ja, aber jetzt ist dann die Frage... Ja, jetzt ist noch die Frage, wie du an den Schlüssel eigentlich rankommst, an den da oben. Aber ja, wahrscheinlich muss ich den wieder da reinpfeffern. Und dann mit Yoshi halt da. Vielleicht auch nicht. Ich würde es nicht von der Springboard machen. Hä? Ich würde den Schlüssel auf Yoshi grabben. Okay. Gut, dass ich das gerade schon hatte. Ja, aber ich meine, nicht das Ding benutzen. Das bringt dir nichts. Für den Trick. Also, vielleicht schon. Ist aber irgendwie unangenehm, finde ich, es von da aus zu machen. Ich glaube, okay. Die Position ist nicht gute. Okay, ja, dann nicht. Dann nehme ich den Schlüssel jetzt wieder mit mir. Na genau, also grab mal einfach den Schlüssel auf Yoshi. Okay. Einfach hinlegen, grabben. Und dann... Dann springen wir einfach nach oben, springen von Yoshi ab und dann leg ihn halt da rein an der richtigen Stelle. Ach so, also ich soll schon ihn da reinlegen. Ja, okay. Ja, du sollst ihn da schon reinlegen halt, nur nicht vom Springboard aus. Ja, jetzt habe ich es verstanden, ja, was du von mir willst. Das ist halt irgendwie nicht so schön, die Position, von der du das halt probierst. So ist aber auch nicht jetzt viel, viel besser. Ich halte das für eine bessere Position. Na gut, wenn du das sagst. Ich muss es wissen, ich habe es ja gebaut. So, wow! Ja, genau. Das war schon ganz gut, ja. Wenn du jetzt noch den Schlüssel mitgenommen hättest, dann wäre das auch ganz gut für gewesen. Hinweis, du kannst keine Gegenstände in die Hand nehmen, während du auf Yoshi sitzt. Ja, ich will ja auch absteigen. Oh mein Gott, aber Yoshi darf nicht abhauen. Ja, du sagst, du willst absteigen, aber du streckst die Zunge raus. Das ist ein bisschen inkonsequent. Ja, aber Yoshi haut ab, wenn ich absteige. Spring halt zu einem anderen Zeitpunkt ab. Jetzt, also nicht. Ja, spiel halt besser, Connell. So, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Aber wenn ich Pech habe, lande ich in dem Loch da oben und komme nicht mehr raus. Müsstest du aber sehr großes Pech haben. Okay. Wenn du das sagst. Oh man! Wobei meistens sterbe ich halt und lande überhaupt nirgends. Ach komm schon. Vielleicht auch die Position vom Schlüssel gar nicht so die geile, aber eigentlich sieht die gut aus für mich. Okay. Eigentlich sieht die gut aus. Vielleicht willst du die ein bisschen weiter rechts haben. Dann guckt er ein bisschen mehr aus der Wand raus, dann hast du ein bisschen mehr Platz, um auf den Schlüssel okay. zu gehen. Okay. Ja. Ich weiß halt auch nicht, was du da in der Wand genau machst. Ne? Also eigentlich ist es nicht so super. Ein bisschen zu weit rechts. Ja, das könnte was werden. Ja, und jetzt halt. Ja, das sieht nach einer guten Pulse aus. Das sieht viel besser aus als gerade eben. Ja, die geht sicherlich ganz gut. Ja, das war doch schön. Ja, jetzt hast du zwei Schlüssel. So, was auch immer ich damit will, aber ich hab sie. Jetzt nimm mal den einen Schlüssel wieder in den Mund, damit du ihn entglitschst. Ah, beide will ich jetzt normal haben, okay. Ja, es ist besser für die Zukunft. Okay. Dann versuch mal rauszufinden, wie dir zwei Schlüssel und Yoshi dabei helfen, zur Tür zu kommen. Naja, also wenn ich hier sterbe, wenn ich hier sterbe, lande ich wahrscheinlich nirgends, ja. Schade. Ich schätze halt, ich will hier mich irgendwie runterrutschen lassen, weil dann lande ich vielleicht da drüben auf dem Ding. Das wäre ja ganz wild. Ja. Aber das wenn Springboard ist kaputt, nicht Mario. Ja, aber wenn ich hier sterbe, lande ich vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber wenn du da stirbst. Also halt, ich glaube, dann startet sich einfach der Raum neu. Also halt runterfallen und nicht. Also halt so wie hier. Ja, wenn ich da runterfalle, lande ich auf dem Ding. In der Tat. So. Aber dafür bräuchte ich jetzt ja keine zwei Schlüssel. Ja. Ja, dann. Kann ich mich da irgendwie durchdrücken? Ich meine, ich muss schon die beiden Schlüssel benutzen, ansonsten wären die nicht hier, ne? Ja, ja. Also irgendwas halt mit drücken oder so. Also, keine Ahnung. Aha, zwei Schlüssel drücken. Ja, ich versuche ja mich hier. Weiß nicht, ob das geht, dass man da. Aber dass ich dann da drüben lande, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, gut, dann willst du das ja wohl nicht machen. Weil das Springboard, wie du gerade gesagt hast, dann ist kaputt, du dich aber wohl nicht mal. Vielleicht woanders durchdrücken. Vielleicht hier, aber. Oho. Oh Leute, das geht halt wirklich. Ah. Muss ich nur überlegen, wie ich das mache, ohne zu sterben. Okay. Aber jetzt komme ich nicht. Ah, ich muss jetzt mit Yoshi. Tja, wenn du jetzt noch einen Yoshi hättest, dann wäre ja alles gut. Scheiße, aber ich kann nicht gleichzeitig hochwerfen und darüber und alles. Hilfe. Ja, dann kommen wir wohl zum zentralen Problem. Wie halte ich gleichzeitig zwei Schlüssel in der Hand und bin auf Yoshi? Die Lösung des Problems ist, einfach machen. Einfach zwei Schlüssel in die Hand nehmen und auf Yoshi sein. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht, aber hey. Nee, mit der Technik geht das nicht mehr. Warte. Also die Idee ist, du nimmst einen Schlüssel. Ja. Wirfst sie nach oben. Stellst dich auf den anderen Schlüssel drauf. Oh nein, so irgendwas. Stellst dich drauf. Dafür musst du nicht 30 Meter in die Luft springen, sondern das reicht völlig, wenn du dich draufstellst. Der kommt übrigens nicht mehr runter. Ja, aber sag halt erstmal, wie es weitergeht. Ich habe das schon gesehen, dass er auf der Wolke ist. Achso, dann grabst du die beiden. Fertig. Ja, also doch, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, nur halt nicht 30 Meter in die Luft springen, sondern halt einen kleinen Sprung machen. Dann wird das auch was. In der Theorie. Und es kann sein, dass es mit der aktuellen Position nicht geht, dass du den anderen Schlüssel nach oben werfen musst. Aber du wirst es schon raus. Es ist nicht super schwierig. Mhm. Also. Ja, genau. Wenn du dich schon mal auf den einen Schlüssel draufstellst, dann. Ja, aber so wie du aktuell wirfst, grabst du halt immer nur einen. Ja, das merke ich. Ja.
Hm. Wie gesagt, es kann sein, dass du die Schlüssel gerade falsch rum nimmst. Ich weiß. Wie jetzt? Hä? Wie falsch rum? Also anderen hinlegen und dann den anderen hochschmeißen. Ja, aber ist doch egal, welcher ist, oder nicht? Das ist nicht richtig. Das ist nicht egal. Oh, das ist scheiße. Die beiden Schlüssel sind nicht gleich. Oh, ich hasse sowas. Okay. Ja, es ist nicht super schwierig. Also du wirst es schon rausfinden. Also wenn es klappt, dann klappt es halt. Okay. Du musst einfach nur im richtigen Frame Y drücken. Aber wenn du keinen Schlüssel grabst, dann machst du irgendwas offensichtlich falsch. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was du da machst, wenn du keinen Schlüssel in der Hand hältst. Ja, aber ich grab ja meistens einen. Ja, genau. Aber du willst einfach nur einmal Y drücken und das dann gedrückt halten. Ne? Also nicht irgendwie wild versuchen zu spammen oder so. Das ist nur schlecht für die Gesundheit. Halt nicht genau, wann du Y drückst. Ich glaube, der untere liegt einfach auch nicht gut für mich, wie ich das mache. Wissen es nicht? Ich glaube, jetzt liegt der besser. Yes. Ja, siehst du. Jetzt machst du einfach das, was du gerade gemacht hast. Wir sind bei der Tür. Eieieiei, okay. Dann endlich mal einen Raum schaffst du noch. Endlich mal einen Raum ohne Yoshi. Dafür mit Instant Tod, wo ich gar nicht weiß, was ich jetzt hier tun soll. Okay. Dumm. Bist du dir sicher, dass der ohne Yoshi ist? Ach, okay, dann kommt hier ein Yoshi raus. Ja, gut, meinetwegen. Das ist große Gefahr, ne? Diese Fragezeichenblöcke. Vielleicht aber auch eine Coinsnack. Ja, nee, dann ist da ein Yoshi drin, aber wie soll ich denn. Hä? Muss ich direkt glitschen irgendwie? Weißt du, komme ich nicht? Ja, musst du glitschen. In einem Glitch-Hack. Ich meine, ich kann den wahrscheinlich irgendwie so von unten fallend ausnehmen. Wahrscheinlich nicht. Also erstens kannst du das nicht und zweitens stirbst du dann trotzdem. Ja, das ist gut. Aber was mache ich denn dann jetzt hier? Ich habe ja effektiv gar nichts. Ja, dann hol dir was. Wahrscheinlich komme ich an den durch irgendwie so einen Lückensprung oder sowas ran. Lückensprung. Na, halt in ja, ich würde an dieser Stelle übrigens keine Safe States mehr laden, sondern halt einfach den Schlüssel mir holen. Ja, halt so in die Ecke wahrscheinlich springen, keine Ahnung. Und mach's mal nicht von einem Safe State auf. Hören die Zuschauer vielleicht auch mal wieder Musik. So. Ah. Jetzt kann ich den Yoshi holen und dann ist der Schlüssel weg. Dich ärgern, dass du den Schlüssel verloren hast. Kann ich das Springboard holen? Scheiße. Warte, komm ich da echt nicht ran? Springboard holen. Sehr lustig, ne? Sehr amüsant. Mist, ich dachte, ich komme da ran. So nicht. Ja, dann so. Kann ich mach halt was anderes. Kann ich das Yoshi holen und den Schlüssel behalten? Wahrscheinlich nicht. Wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Schlüssel nicht mehr gebraucht wird, so wie ich das, wenn ich da das alles sehe, was da kommt. Aha. Hm. Dann brauchst du vielleicht doch den Schlüssel. Aber wie? Und da gibt es einen Trick, den zu behalten. Hm. Oder du musst eigentlich einfach nur Cheats anmachen und durch die Wand springen und dann zur Tür laufen. Da kann man den irgendwie auslösen und der landet dann da oben drauf auf dem Block. Weil ich meine, so rüberrutschen kriege ich ihn hin, wenn er jetzt gleichzeitig den Block auslösen würde, wäre das eigentlich ein Win. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Find das heraus. Das ist dann wohl ein Ja. Nee, ist kein Ja. Es ist ein Find das heraus. Okay, dann geht's nicht. Ist auch kein Nein gewesen. Es ist ein Find das heraus. Ja, nee, aber... Es geht wirklich nicht, aber... Schade. Oder zumindest wüsste ich nicht, dass es geht. Ja, das ist sehr schade. Ja, sehr ärgerlich. Ah, guck mal. Das könnte gehen. Ist aber nicht gedacht. Aber es geht.
Also, du willst nicht, dass der Schlüssel auf dem Block landet, sondern du willst ihn halt wieder in die Hand nehmen, den man ausgelöst hat. Das geht. Aber, ob das so schön ist. Vielleicht kann man ihn auch trotzdem auf dem Block landen lassen. Wahrscheinlich nicht. Es ist nicht, was aber du von... nicht so es ist nicht, was du willst. Okay. Ja, ich meine, wenn du schaffst, wäre cool. Ja. Muss nicht sein. Wenn du schaffst, wäre cool, aber der gedachte Weg ist ein anderer. Okay. Ich glaube, der gedachte Weg würde dich nicht mehr freuen, aber er ist machbar. Okay, wie ist der gedachte Weg? Meiner Meinung nach der sicherste. Okay. Wenn man so eine Snapchat spielen will. So. Also, meine Idee. Ah, warte! Ich schmeiß den Hinterkopf zurück und ich fange den hier an der Stelle wieder auf, oder wie? Oh nein, das ist auch nicht gedacht. Aber könnte das wenigstens funktionieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Schlüssel fällt zu tief, bevor okay. er wieder Interaktion gewinnt. Schade. Also. Willst du noch ein bisschen rumspielen oder soll ich sagen? Nö, erzähl. Okay, stell dich auf die linke, also auf die Kante, die da links von dir ist. Andere Seite von. Na, stell dich mal drauf. Ja, genau. Und guck jetzt nach links. So, dann schmeißt du den Schlüssel nach rechts und machst einen Keyjump. Oh, fuck my life. Das ist total einfach. Also, es ist nicht total einfach, aber es ist jetzt wirklich nicht so schwierig. Aber dafür muss ich doch nicht so ein komisches Setup machen. Conan, bitte. Bitte. Es hatte Gründe, warum ich dir das Setup gegeben habe. Was du da probierst, ist absolut so viel schwieriger. Wirklich? Ja, jetzt im Ernst. Na gut. Wenn du den Schlüssel nämlich nicht innerhalb von 16 Frames, wenn du nicht innerhalb von 16 Frames drauf landest, dann wird er so viel Geschwindigkeit aufnehmen, dass ein Keyjump unmöglich wird. Bis auf Glücksmomente. Und 16 Frames ist auch das früheste, wo du drauf landen kannst. Es ist im Ernst nicht so schwierig. Aber du musst es halt tun. Ach so. Ich muss es halt tun. Ja, du musst es halt tun. Na? Oh, come on. Ah, okay. Wie nah muss ich an der Kante stehen? Muss jetzt nicht so super nah sein. Aber okay. Der Grund, warum das besser ist, ist halt... Also, warum diese Technik besser ist, ist... Das sah gut aus. Das ist gut. Ja, genau, das ist halt, gut. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Das muss nur halt noch den Keyjump machen. Und ich meine, wie ein Keyjump funktioniert, weißt du. Du hast halt zwei Knöpfe im gleichen Frame. Ja, aber dann also nicht ganz so nah an der Kante, weil das war schlecht, ganz nah an der Kante. Da bin ich die ganze Zeit runtergefallen. Geht genauso gut, wenn du ganz nah an der Kante bist. Ja, aber so habe ich mehr Möglichkeit, so mich umzudrehen. Das ist leichter, aber egal. Wenn dir das so leichter fällt, dann alles gut. Das war ja schon der Keyjump, jetzt muss ich nur noch mitnehmen. Genau. Wir arbeiten dran. Also es ist voll machbar. Ja, so schon. So sehe ich das auch, also so ist das angenehmer. So. Na, guckst du. Gut. So. Dann kannst du jetzt ja... Jetzt kann ich mir aber das Springboard holen. Kannst du das? Ist nicht die Zunge länger, wenn man irgendwie auf so einem Ding... Hat er nicht irgend so was? Ja, war. So, jetzt kann ich mit dem Springboard mich da hochglitschen. Mhm. Die Frage ist nur, ich würde gerne den Yoshi dabei, den Schlüssel dabei. Ach so, kann ich ja. Okay, es gibt jetzt eine stressige und eine weniger Doll. Stressige Version. Das wollte ich nicht, aber ist okay. Conan findet raus, dass Double Grabs gar nicht so schwierig sind. Du gehst erstmal dahin. So. Wie was tust du? Was probiert kann. Wo geht der gar nicht mit dem? Der geht nicht. Scheiße. Weil der Schlüssel hinter dem Yoshi liegt. Wie du siehst. Schade. Wenn der Schlüssel hinter dem, Yoshi liegt, geht's nie. Ja, okay. Ja, dann kann ich das vergessen. Ach so, warte, ich kann ja, ich bin dumm. Also es ist eine notwendige, aber eine nicht hinreichende Bedingung, dass der Schlüssel visuell vor dem Yoshi liegt. Ich kann den Schlüssel einfach hier rüber pfeffern. In der Tat. Das kannst du. Da, und jetzt kann ich da hoch. Da liegt er gut. So, dann mal auf. Mal sehen, wie du dich dabei anstellst. Ups, war zu tief. Ich muss noch nach oben drücken, ich hasse es. Es gibt einen Trick. Wow! Muss absteigen. Nee,
Das war nicht das Problem mit der Situation. Wie? Das war ernsthaft nicht das Problem in der Situation. Ich hab's an der falschen Stelle gemacht. Ja. Muss ich es meine, hier so machen. Wie du gerade schon... Conan. Ja. Sag mal ernst, guck doch mal oben auf dem Bildschirm, was da oben ist. Ja, da ist eine Lücke. Ja, genau, dann trifft doch einfach die Lücke. Aber so schlecht. So kann ich's nicht kaputt... Also ist dämlich. So kann ich's nicht kaputt treten. Also muss ich es hier irgendwie da so... Ach Mist. Warte, ich muss es mal mit Hand ablegen. Ja, also nimm das Flingwasher einfach in die Hand. Es gibt eine andere Technik, die ich eigentlich ganz cool finde. Ah, so. Aber du kannst es auch so machen. Das ist in Ordnung. Meine Technik hat den Vorteil, dass sie dir konsistent die höchste Höhe gibt. So. Aber... So kann man es auch machen. Ja, dann. Schätze, aber ich brauche Yoshi noch. Nein! Geht das überhaupt? Es geht in der Theorie. Okay. Tust du nicht. Tust bitte? Tust du nicht. Tu es einfach nicht. Was soll ich nicht? Nee, es ist Zeitverschwendung, das zu probieren. Ja, okay, wenn ich nicht soll, dann mache ich jetzt einen Double Grab. Ah, ein Double Grab, ein Träumchen. Mach den mal. Haben wir ja gerade schon gemacht. Aha. Wunderschön. So, und jetzt rutsche ich da, jetzt mache ich da halt jeweils runter immer. Wie man das halt kennt. Oh, oh, Conan. Wenn das irgendwie geht. Vielleicht hier besser. Ah, das war's. Aber so wie du es probierst, ist auch irgendwie nicht so ganz klug. Merkt das schon. Ich glaube, das ist die Situation, wie ich es immer falsch mache. Ich bin mal kurz weg. Du wirst es entweder in meiner Abwesenheit rausfinden oder nicht. Dann sage ich es dir gleich. Okay. Ah, wie ging das denn? Man konnte, irgendwie konnte man sich da so durchdrehen. Ich erinnere mich da schon an gewisse Dinge. Aber ich muss ja auch, also... Ah, wobei, nee, wenn ich da drin bin, wäre ja alles gut. Warte, kann ich nicht auch sowas hier machen? Da gab's doch auch mal irgendwas Ähnliches. Ah, so sterbe ich. Also ich will... Wartet mal, ich gehe mal trotzdem hier hin, kurz. Nee, das ist schlecht. Nee. Passt schon hier. Nein. Wie kann ich verhindern, dass ich da sterbe? Also man konnte sich irgendwie so reindrehen. Irgendwas war da. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht genau, wie da die... Ja! Yes! Yes! Abflug. Nice. Okay. Gut. Nein, das war fast richtig. Ach, aber da hast du es ja geschafft in meiner Abwesenheit. Ja, du musst nur gehen, dann geht alles. Nein, bleib da. Okay, ich gehe dann wieder. Nein, tschüss. Bleib hier. So, jetzt muss ich irgendwie das schaffen, da runterzukommen. Machst du das immer noch gleich, gerade alles in der gleichen Folge? Wir haben gerade mal 48 Minuten. Ja, ich sollte aufhören. Okay, danke fürs Zuschauen. 48 Minuten, ja. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ja, danke für den Hinweis. Und danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal geht's hier weiter. Au Kakao. Mit 3 Springboards, hurra. Tschüss.